Ja, grüßt euch Leute, der Bui wieder hier mit einem neuen Review. Heute habe ich euch noch einen weiteren Tabak mitgebracht, den ich von der Shisha-Messe in Frankfurt habe. Danke noch meinen lieben Herren. Und zwar habe ich hier den Malas Tabak Two Apple, also Doppelapfel. Sieht das Ganze aus, hier kosten 50 Gramm 4,50 Euro. Kamera werde scharf. Na, sie will nicht. Doch, jetzt. 50 Gramm kosten 4,50 Euro. Der Schnitt ist, habe ich euch schon mal gezeigt, sehr, sehr fein. Seht ihr hier. Ja, jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, der Boogie raucht Doppelapfel. Das ist ja eigentlich das, was ich sonst immer total gehasst habe. Da habe ich eine schreckliche Erinnerung eigentlich dran. Aber ich habe die Tage von einem Kumpel, der kam aus Dubai zurück, den Alfacher Doppelapfel geraucht und irgendwie hat er mir geschmeckt. Und ja, daher dachte ich, ich probiere mal den Malas Doppelapfel und kommen wir zum Geruch. Also er riecht fruchtig und hat dann diese Anisnote oder Anis. Allerdings kommt diese sehr süßlich rüber und nicht so stechend wie zum Beispiel bei Alkohol oder sowas. Also es ist ein sehr fruchtiges Anis, was mir irgendwie beim Riechen schon zusagt, ja. Und riecht sehr fruchtig, ja. Das Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Ich rauche auf dem Shisha Sky Glasschlauch auf der NPS mit dem Tangiers Medium Funnel, zwei lang dickere Alufolie und drei Alupran-Kohlen. Die Rauchentwicklung ist sehr gut, wie man sehen kann. Ja, zum Geschmack. Er ist schon fast so, wie er schmeckt. Er hat eine sehr fruchtige Note, ja. Dazu kommt dieses Anis. Allerdings ist das nicht so stechend, so beißend, sondern das kommt eher süßlich-fruchtig rüber. Und das gefällt mir, ehrlich gesagt. Ja, von dem Apfel oder ob das Apfel sein soll, schmeckt man auch noch irgendwas Fruchtiges mit bei. Aber hauptsächlich sticht dieses fruchtige, süßliche Anis dazu, ja. Also es schmeckt eigentlich sehr gut. Das Ganze ist sehr fruchtig und natürlich gehalten. Für den Preis kann man nichts sagen, es ist ganz okay. Und ja, der Tabak kriegt meine Standardbewertung 7,5 von 10 Punkten, weil man mit dem Tabak nichts falsch machen kann. Der Schnitt ist okay, Feuchtigkeit, Rauch, es schmeckt ganz in Ordnung. Und ja, wenn ihr auf Anis steht, vielleicht auch nochmal ein bisschen was Fruchtiges dabei haben wollt, so ein fruchtiges Anis, dann ist der Tabak auf jeden Fall was für euch. Ansonsten könnt ihr ihn gerne probieren, kann man nichts falsch machen bei, es sei denn, ihr hasst Anis total. Und ja, das war's dann schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.